Hallo und herzlich willkommen bei dieser Bitwig Practice Session. In dieser Folge geht es um Sidechain, wie du in Bitwig Sidechain machen kannst für dein Musikgenre oder einfach für einen saureren Mix. Das zeige ich dir jetzt. Legen wir doch mal los. So, ich habe das Interface mal wieder ganz groß gemacht, weil wir arbeiten jetzt hier nur in diesem Device-Bereich. Und zwar habe ich hier mal ein Polysynth reingeladen. Und in diversen Musikgenres gibt es ja ein Stilmittel, das einen sogenannten Pump-Effekt erzeugt. Und diesen Pump-Effekt erzeugt man meistens durch eine Sidechain. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Track hätte, der so klingt, pumpt da gar nichts. So, ich habe hier eine Kick am Start, ich habe hier einen Synth am Start und die spielen einfach fröhlich miteinander, aber ich will da dieses Pumpen drin haben. Und das Pumpen hört sich dann ungefähr so an. So, das Pumpen kann ein Stilmittel sein, aber ich sag mal so, Sidechaining kann man natürlich auch benutzen, um verschiedene Frequenzbereiche aufzuräumen oder Instrumenten sich gegenseitig Platz zu machen, die sich gegenseitig stören. Jetzt gibt es unter Bitwig diverseste Möglichkeiten, Sidechaining zu machen oder ähnliche Dinge wie Sidechaining zu machen. Die einfachsten sind erstmal, wenn man in so ein Instrument reingeht, die Modulatoren öffnet. Ich habe hier ein paar Sachen vorbereitet, sich so eine Audio-Sidechain als Modulator rauszusuchen. So, und wenn ich jetzt die laufen lasse, kann ich mit dieser Audio-Sidechain, dadurch, dass ich hier zum Beispiel die Kick ausgewählt habe als Quelle, die mir ein Signal gibt, und ich hier dann den Bereich auswähle, welchen Bereich diese Sidechain betrachten soll und reagieren soll und hier auch noch das Input-Signal verstärken oder abschwächen kann. Wenn ich das jetzt zum Beispiel abschwäche, dann reagiert diese Sidechain gar nicht mehr. Ebenso kann ich hier Rise and Fall, was in anderen Devices oder in VSTs oder so auch Attack und Release genannt wird, anpassen. Und zwar kann ich hier bis zu einer Millisekunde runter, und wenn ich ein Signal-Input bekomme, dann kann ich sagen, so nach einer Millisekunde spring bitte an, mach mir das den Effekt oder lass dir mehr Zeit. Aber je mehr Zeit ich lasse, man sieht es hier schön an der, hier an der Kurve sieht man das jetzt nicht, aber je länger ich die Attack-Phase mache oder die Rise-Phase, desto weniger reagiert hier der Sidechain. Und ebenso das Release, wenn ich das zu kurz mache, höre ich noch so ein bisschen was. Gibt so auch einen rhythmischen Unterschied. Zum Beispiel hier oder wenn ich es lange mache. Wenn ich den zu lange mache, dann kommt mir die Lautstärke nicht mehr hoch genug, sodass das Signal auch laut genug ist. Das ist einerseits mit dem Audio Sidechain. Audio Sidechain bekomme ich hier mit einem Plus und Audio Sidechain hier als Modulator. Dann gibt es das Ganze noch als Note Sidechain. Im Prinzip ähnliche Geschichte, nur dass ich hier ein ADSR habe. Ich gebe hier wieder als Input-Signal die E-Kick an. Nehme hier an der Stelle immer die Pre, das gibt es jetzt hier an der Stelle nicht, damit ich von diesem Fader unabhängig bin. Ich könnte natürlich auch, wenn ich hier bin, Moment, Active klicken, wenn ich hier bin, bei der E-Kick auch Post angeben oder Out. Oder wenn ich eine Effektkette hier drin habe, machen wir das zum Beispiel hier mal noch ein Tool-Device rein, kann ich hier in der Audio-Sidechain von meinem Instrument auch tatsächlich nachher noch das Tool-Out
benutzen. Es könnte nämlich sein, dass ich die Lautstärke hier beachten möchte bei meinem Sidechain, und die Lautstärke reguliere ich zum Beispiel mit meinem Tool-Device. Und wenn ich möchte, dass die Sidechain eben auf die Lautstärke von meiner Kick reagiert, dann muss ich natürlich die entsprechende Lautstärke-Position auch abgreifen. So, ich nehme aber hier Pre, das deaktivieren wir hier mal, weil wir waren jetzt hier schon wieder bei der Node-Sidechain. Das heißt, ich habe eine ADSR-Kurve, und wenn ich das jetzt abspielen lasse, ihr versteht das Prinzip, ne? Und hier habe ich natürlich noch die Möglichkeit, die Velocity der E-Kick mit einzubeziehen. Und hier kann ich natürlich auch sagen, wie stark der Effekt wirkt. Das geht zum Beispiel ja bei der Audio-Sidechain genauso. So, das war die Node-Sidechain. Jetzt gibt es noch eine Möglichkeit, nämlich ich nehme einfach ein Audio-Rate. Eine Audio-Rate macht nichts anderes als, dass sie die Wellenform des Input-Signals einfach nachfährt. So, und das kann ich entsprechend auch wieder sagen. Ich will hier als Input die E-Kick haben und kann jetzt verschiedene Dinge auswählen: links, rechts, Mitten-Channel, Stereo-Feld, glaube ich. Hier, und Rectify bedeutet, dass er nur die Ausschläge in eine Richtung nimmt. So, und ich habe natürlich, das habe ich euch völlig verschwiegen, mit jeweils dem Modulator, vielleicht hat es jemand gesehen, hier die Lautstärke des Instrumentes moduliert. Und das mache ich hier nämlich genauso, ne? Also hier an denen, damit ich diesen Pump-Effekt kriege, muss ich natürlich das Instrument auch in der Lautstärke regulieren. Und das mache ich dann mit der Modulation der Lautstärke des Instrumentes. Das heißt, wenn ich jetzt die Audio Rate nehme, ich habe jetzt die Mitten genommen, weil die E-Kick bei mir hauptsächlich in der Mitte schlägt, kriege ich aber einen leicht anderen Effekt. Ich kann das jetzt nur so ein bisschen stärker machen hier. Ist nicht so ganz das Gleiche. So, komm mal hin. So ungefähr. So kriege ich auch diesen pumpenden Effekt hin. Der Vorteil an dem Audio Rate ist, dass der extrem schnell reagiert auch. Das heißt, der kriegt das Input-Signal, wann das hochgeht und runter. Entsprechend ja, bin ich so ein bisschen eingeschränkt. Ich habe jetzt nicht wirklich Attack- und Release-Zeiten. Ich kann es nur in der Intensität hier mit dem Gain, also mit der Verstärkung, so ein bisschen manipulieren, sage ich jetzt mal. So, das sind jetzt so die schnellsten Audios, die schnellsten Sidechains, die ich benutzen kann. Es gibt aber unterschiedliche Techniken. Dazu mache ich das jetzt hier einfach mal den Polysynth klein. Und ich habe mir mal so einen FX-Selector eingerichtet. Und zwar gibt es das Volume Ducking. Das ist im Prinzip das, was wir schon gemacht haben. Das heißt, ich habe hier ein Tool-Device. Das hier, habe hier ein Sidechain, Audio Sidechain Modulator reingeladen. Ich könnte auch eine Node Sidechain oder was auch immer reinladen und habe mit diesem Sidechain Modulator einfach nur die Lautstärke, die Ausgangslautstärke reguliert und bekomme dann das. Und habe dann hier natürlich auch die Möglichkeit, mit dem Attack, dem Raise oder dem Fall, dem Release zu arbeiten. Dann gibt es eine Methode, wo ich die
Frequenz manipuliere oder moduliere, eher manipulieren eigentlich. Und ich habe hier jetzt mal verschiedene Sachen eingerichtet. Und zwar einmal eine Audio-Sidechain, die mir, jetzt muss ich selber gucken, die mir den High-Pass-Filter reguliert. Und das seht ihr jetzt gleich hier. Das heißt, die unteren Frequenzen werden immer weiter Schlag von der Kick quasi weggefiltert und dann kommt der Filter wieder zurück. Das habe ich hier relativ extrem gemacht. Wenn deine Herzzahlen zurückgehen, dann ist das nicht mehr so extrem. Moment, ich muss natürlich auch den richtigen hier auswählen, nämlich Band 1. Sonst ist das mit dem Effekt. So, da wäre jetzt zum Beispiel, das ist dann immer schwerer zu hören. Aber wie ihr seht, wie der hier ausschlägt, der schaufelt hier eine ganze Menge frei. Irgendwas um die, weiß nicht. Wo sind wir hier? Sehe ich das jetzt hier? Sehe ich gar nicht. Ich kann das ja hier mal groß machen oder mehr oder minder groß. Hier bei 500 Hertz circa schaufelt er mir die Frequenzen frei mit einem Low Cut, mit einem zweipoligen Low Cut. So. Das heißt, ich kann das so einstellen, wenn ich eine Kickdrum habe, die irgendwo bei 100, 120 Hertz ist, könnte ich das jetzt so weit runterdrehen, dass ich diesen Effekt gar nicht höre, wenn ich nicht dieses pumpende etwas haben möchte, sondern ich habe nur an der Stelle einfach Frequenzen frei für die Kickdrum. Und eine andere Möglichkeit wäre, ich gehe hin und wenn ich hier freischaufeln will, nehme ich einfach so einen Bell-Filter. So das leichte Pumpen jetzt, weil das auch in der Frequenz von dem Synthesizer ist. Kann das natürlich auch noch mal verstärken, wenn ich jetzt hier hingehe und natürlich auch den Q-Faktor, wenn ich richtig breit machen. Dann habe ich wieder so ein Pumpen oder ich mache den relativ eng. Oder wieder breiter. Was Ähnliches kann ich auch machen, das habe ich jetzt auch gar nicht vorbereitet, wenn ich so Dröhnfrequenzen habe. Die kann ich dann genauso mit so einem Ducking wegfiltern und einem Keytracking, sodass mir je nachdem, welche Taste ich drücke, ich auch auf der richtigen Frequenz liege. Die dieses Dröhnding da wegpacken. So, und jetzt kann ich noch hingehen und sagen, ich will an einer bestimmten Stelle, wenn die Kick einsetzt, weil das eine tiefe Kick ist, an einer bestimmten Stelle möchte ich die Frequenzen verstärken. Das kann ich so machen. Oder ich mache alles drei. Kann so den Sound noch mal ein bisschen abändern. Ist jetzt nicht so das Kraftvollste, dadurch, dass jetzt alle drei am Start sind, aber ich kann hier halt wilde Kombinationen von irgendwelchen Frequenz-Ducking-Techniken anwenden. So, dann gibt es natürlich den Dynamics-Filter, den klassischen Kompressor-Expander. Der kann das natürlich auch. Da kommt hier unten im unteren Bereich die Quelle rein, also die E-Kick. Als Pre in dem Falle bei mir. Und machen wir den hier mal wieder zu. Und da kommt die Quelle rein. Hier kann ich das Input-Signal noch verstärken. Ich habe hier ein Source FX. Das heißt, ich könnte jetzt hier auch ein Tool reinmachen und mit dem Tool die Quelle verstärken, zum Beispiel. Wenn ich das jetzt hier auf 0 mache,
und hier die SourceFX nehme, das Tool Device nehme, und wenn ich jetzt den Input der E-Kick verstärke, das Signal verstärke, sieht man auch schön hier, wie das stärker wird. Ich drehe es gerade nochmal zurück. Das heißt, da reagiert der Kompressor drauf. So, das wäre die nächste Option, wie ich dann auch nochmal einen Sidechain. Das wär, eigentlich ist das das klassische Sidechain-Szenario. Schwieriges Wort. Und an der Stelle kann man halt einfach noch mit Kompression oder Expandern arbeiten. Das heißt, Signale zusammendrücken oder auseinanderziehen. So, und dann gibt es noch das Gate. Das hat eigentlich mit dem mit einem Sidechain nicht so viel zu tun, weil es eigentlich das Gegenteil macht. Nämlich immer dann, wenn ein Signal reinkommt, dass der dass zum Beispiel der Polysynth nur spielt und ansonsten nicht. Und das wäre sowas in der Richtung. Nicht unbedingt das Sidechain-Signal, das ich haben möchte, aber ich finde, das gehört so ein bisschen in die Kategorie rein, auch wenn es quasi so das invertierte Sidechain-Signal ist. Dann gibt es noch die Transient Control. Mit der, weil es um Transienten geht, kann ich das natürlich auch schön steuern. Das heißt, hier gehe ich bei der Attack minimiere ich das Signal. Jedes Mal, wenn der stark kommt, gehe ich mit der Lautstärke runter. Und so kriege ich dann auch wieder einen Sidechain. Also diesen pumpenden Effekt einer Sidechain. So, und dann kann ich natürlich das Ganze noch in einen Multiband FX2 reintun und entsprechend das Band hier einstellen. Das habe ich jetzt hier bei 374 Hertz einfach mal so genommen und habe dann entsprechend zwei Sidechains genommen, die jeweils wieder die E-Kick am Start haben, und habe dann zum einen das Low-Band, also alles unter 374, und einmal das High-Band, alles über 374 Hertz. Damit das ein bisschen in dem Moment doppelt gemoppelt. Aber was ich nämlich auch machen kann, ich gehe in die unterschiedliche Richtung. Das heißt, die Lows werden abgesenkt und die Highs werden verstärkt. Oder ich kann das natürlich dann auch in den entsprechenden Containern, hier machen, wenn ich hier noch irgendwelche, zum Beispiel ein Tool-Device reintue, womit ich auch noch irgendwelche Panning-Geschichten mache und die noch per Sidechain steuere oder wie auch immer. Also das wäre quasi die erste Stufe in so einem Multiband FX2, diese zwei Bänder zu kontrollieren oder halt dann innerhalb der Bänder, die getrennt hier sind, dann noch weitere Effekte aufgrund des Sidechains oder aufgrund anderer Dinge zu machen. Und dann gibt es natürlich noch das Multiband 3. Und das Multiband 3, im Prinzip so ähnlich wie das Multiband 2, da kann ich jetzt natürlich auch wieder die verschiedenen Bänder mit einem Sidechain belegen oder eben auch nicht. Wenn ich hier das jetzt deaktiviere, spielt mir das Band hier ohne einen Sidechain, so einen Pumpeneffekt. Jetzt könnte ich natürlich hingehen und diese Bewegung hier modulieren, dass das so hin und her fährt. Oder eben wieder in den entsprechenden Container, in den Low Frequency, also alles bis 235 Hertz, Mid Frequency, alles bis 200,
bis 2,5 Kilohertz oder in den High Frequency, also alles darüber, in den entsprechenden Containern hinten jetzt zum Beispiel auch wieder ein Tool Device oder einen Reverb oder was auch immer irgendwie reintun, sodass ich in den entsprechenden Containern, wenn ich jetzt hier zum Beispiel ein Delay überlege, gerade ob das jetzt irgendwie einen tollen Effekt hier gibt, muss natürlich die richtigen Sachen hier rauscutten. Und ich jetzt hier, das ist der Sidechain für den, ne, das ist der Sidechain für den hier, den habe ich hier ganz runtergedreht. Den verstärken wir vielleicht noch ein bisschen. Jetzt nicht so den Mega-Effekt. Hätte jetzt gedacht, da kommt vielleicht ein bisschen mehr. Ist vielleicht ein bisschen zu langsam. Oder ich mache gerade irgendwie einen Denkfehler. Ja, das sind die verschiedenen Sidechain-Techniken. Und ich denke mal, die meisten werden wahrscheinlich auf Audio-Sidechain erstmal gehen, weil das ist einfach am schnellsten gemacht. Oder eben auch den Node-Sidechain hier. Audio Rate wahrscheinlich eher weniger, oder wer halt gleichzeitig noch ein bisschen Kompression braucht, der geht halt auf den Dynamics zum Beispiel. Das sind so spontan alle Sidechain-Techniken und Devices, die mir bei Bitwig eingefallen sind. Vielleicht kennt ihr ja noch ein paar mehr. Würde mich freuen, wenn jemand noch weitere Techniken und Devices findet, mit denen man das irgendwie eine coole Geschichte draus machen kann. Also sei es jetzt um das einfache, ich sag mal, Volume Ducking oder halt das Frequenzfreischaufeln da, wo es sein muss. Man muss nicht alles sidechainen, nur weil es geht. Kann es natürlich, aber es ist halt die Frage, wie man dann seinen Sound verändert, weil der Sound wird dann halt einfach auch verändert dadurch. Und das Gesamtempfinden wird verändert. Da sollte man immer so ein bisschen drauf aufpassen, wenn man anfängt, alles zu sidechainen. Manchmal ist ja ein bisschen gut, wenn Dinge nicht ganz so klar sind, und es gibt ja auch immer wieder so Bewegungen in der Musik, wo der Sound richtig dreckig wird und mumpfig zwischendurch oder komplett mumpfig. Sind ja alles Stilmittel. Alles ist erlaubt, aber wer Sidechaining braucht, der findet bei Bitwig diverseste Möglichkeiten. Ich hoffe, es hat euch was gebracht. Ihr habt so ein paar Ideen bekommen, was ihr machen könnt, ein paar Tipps gekriegt. Ja, abonniert den Kanal, kommentiert, liked das Video, erzählt weiter von mir, anderen Leuten. Und ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.